Guten Morgen vom Runenhexaltar mit Petro. Petro ist eine fröhliche Rune, eine Kraft, die man wunderbar nutzen kann, um wirklich voranzukommen und in die Fülle zu kommen. Lasst mich euch die Bedeutung erzählen, denn es ist bei den Runen immer oberwichtig, wirklich oberwichtig, dass man den Hintergrund versteht, die Geschichte. Ja, und nicht einfach sagt, so, das sieht jetzt aus, das ist die Rune Petro und das ergibt das und das, ne? In dem Fall die Rune der Geburt, der Fülle, der ja, des offenen Pferchs und was sie nicht alles für Schnellbedeutungen hat, über die man nachlesen kann. Aber das alles ergibt sich aus der Geschichte, die hinter Petro steht. Nun, Petro erzählt eigentlich vom Würfelbecher. Wisst ihr, die Germanen, die haben unheimlich gern Würfel gespielt. Und da hat man dann so einen Becher und da sind ganz viele Würfel drin. Bei uns heutzutage, glaube ich, 6 Stück, ne? Und dann schüttelt man diesen Becher und dann haut man ihn auf den Tisch und dann kann man seine Punkte zählen. Und sieht, hat es Sinn gemacht, ist es ein guter Wurf oder naja, nicht so. So, es ist so, der Würfelbecher, ja, ist der Kopf, dein Kopf, ja. Und die Würfel darinnen, diese verschiedenen Würfel, das sind deine Gedanken, deine Wahrnehmungen, deine Prägungen, deine Erfahrungen und ja, alles, was du so zu einem Thema, das dich gerade beschäftigt, in dir mitträgst, ja. Also dein ganzes puh, inneres Gedöns, ja. Das ist auch ausschließlich bei dir so und nicht bei anderen Leuten. Also dein inneres Gedöns ist dein inneres Gedöns und das findest du nicht genau gleich bei jemandem anders, weil jeder hat halt andere Erfahrungen und Prägungen und Wahrnehmungen, ja. So, das Schütteln vom Würfelbecher, das ist das Nachdenken in deinem Köpfchen, ja? Wenn du also alle diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten miteinander verstrickst und immer wieder überlegst und hin und her, das ist das Nachdenken, das Schütteln des Würfelbechers. Wenn du es richtig machst, hast du nachgedacht und dann haust du den Becher auf den Tisch. Das heißt, du triffst eine Entscheidung. Bam. So, und dann kannst du nachgucken, ist diese Entscheidung gut gewesen, also hast du viele Punkte, oder war die Entscheidung eher, naja, nicht so gut. Und wenn das dann der Fall ist, dann kannst du wieder anfangen neu mit deinen Würfeln in deinem Becher nachzudenken. Na? Mache ich so weiter, wie ich mich entschieden habe? Ist es ein super Wurf gewesen? Oder muss ich vielleicht nochmal was ändern oder überdenken? Gut. Das ist Petro. Petro ist der Moment, wo du sagst, okay, ich habe meine Wahrnehmungen genommen und habe sie in eine Entscheidung umgesetzt. Deswegen ist Petro die Rune der Geburt. Man malte sie den gebärenden Frauen nicht auf den Leib, um die Schmerzen zu lindern, wie man allgemein immer annimmt. Nein, wenn man Petro versteht, dann weiß man, dass man diese Rune auf die Leiber malte, um dem Wesen im Bauch Mut zu machen, sich zu entscheiden fürs Leben, herauszukommen. Komm, entscheide dich fürs Leben. Denn Petrus sagt, wenn du immer nur schüttelst und dich nicht traust, deinen Becher auf den Tisch zu hauen, ja, wenn du dich nicht traust, Entscheidungen zu treffen, dann passiert in dir zwar unglaublich viel, ja, weil du dauernd das Thema wälzt, aber es passiert in deinem Leben gar nichts. Das ist der totale Stillstand. Und deswegen wage es, denk nach, nutz all deine Prägungen, Erfahrungen, dein Wissen, deine Wahrnehmung. Mach, ja, aber denk nicht immer nur nach, sei nicht immer nur indoor, ja, sondern knall das Ding auf den Tisch und sag, ja, ich habe jetzt so lange drüber nachgedacht, jetzt ist die Entscheidung da, jetzt mache ich das so. Denn das Leben, so sagt Petro, ist ein Spiel. Wenn du tust, wenn du ins Tun kommst im Leben, wirklich tust, und das kann man mit ganz kleinen Sachen anfangen, dass man eben sagt, oh,
Okay, wollte ich schon längst mal, ja, keine Ahnung, meine Unterlagen ordnen. Das denkt man sich und denkt man sich und denkt man sich. Man würfelt, man schüttelt, ne, den Becher. Man weiß, das wäre gut, weil dann würde ich gleich alles finden und so weiter. Aber man tut's nie. Man haut diesen Becher nie auf den Tisch. Es wird nie was mit den Unterlagen. Und du wirst vieles, vielleicht auch Wichtiges, verpassen, weil du Fristen nicht einhältst oder sonst was, ja? Nimm dein Leben in die Hand. Du hast deinen Würfelbecher in der Hand. Du kannst schütteln, so viel du willst, solange du nur schüttelst und nachdenkst und überlegst und, ja, könnte ich das machen, könnte ich das machen, tralala. So lang passiert nichts. Hey, komm auf den Punkt, ja? Hau das Ding auf den Tisch und probier es einfach aus. Ich mache das auch so. Ich habe wirklich gelernt, auf Petro zu hören. Ja? Petro ist auch wichtig an Wendepunkten im Leben. Wenn du eben überlegst, soll ich da bleiben, wo ich bin? Geht's mir da gut? Eigentlich will ich ganz anders leben und so weiter. Das kannst du jahrelang in dir rumkugeln lassen, ja, diese Würfel. Oder du tust, probier's aus, denn keine Entscheidung ist deine letzte. Wir sind konditioniert darauf, dass Entscheidungen gefährlich sind und dass man vorsichtig sein muss. Und das Leben ist ja so gefährlich. Ja, aber dadurch stecken ganz viele Menschen richtig fest in ihrer Angst, einen nächsten Schritt zu tun. Bei solchen nächsten Schritten hilft auch zum Beispiel der Runenwurf, den ich anbiete, ja? Weil der zeigt dir ganz genau, in welcher Kraft du stehst, auf was du zugreifen kannst und was du vielleicht einfach in dir, ja, harmonisieren oder auch anschieben musst, damit du Power und Mut hast, um Entscheidungen, Petro, zu treffen. Hey, los, hau die Würfel auf den Tisch, nimm dir jedes einzelne offene Thema von dir vor und überleg mal, wo schüttelst du den Becher bloß und wo könntest du schon längst sagen, verdammt, jetzt mache ich's einfach oder ich probier's aus, weil wenn's schief geht, dann hast du wieder die Möglichkeit, neu nachzudenken, das heißt, deine Würfel neu zu ordnen, aber dann weißt du wenigstens, dass das oder jenes nicht gut war. Vorher weißt du gar nichts. Solange du nur nachdenkst, weißt du nichts. Deswegen mögen Zahlen, Daten und Fakten eine schöne Sache sein, aber solange du etwas noch nicht selbst erlebt hast, noch nicht selbst ausprobiert hast, weißt du nicht, wie es sich in deinem Leben fügen wird. Hab Mut, leb. Liebe Grüßle von der Runenhex.